Wegen Fehlverfahren, kein Gefängnis. Danny Masterson. Danny Masterson, 46, bekommt wohl erstmal keine Haftstrafe. Der Schauspieler musste sich bis zuletzt vor Gericht verantworten. Der Grund? Mehrere Frauen hatten den Die wilden 70er Star beschuldigt, sie vergewaltigt zu haben. Dem US-Amerikaner hatte deswegen 45 Jahre im Gefängnis gedroht. Nun wird Danny aber vorerst in die Freiheit entlassen, weil die Geschworenen sich nicht auf ein Urteil einigen konnten. Wie mehrere Medien wie Radar berichten, endete der Prozess ohne Ergebnis. Die 12 Geschworenen konnten sich nämlich offenbar nicht auf ein Urteil einigen, aus diesem Grund stellte die Richterin ein Fehlverfahren fest. Vorerst ist der Prozess also gescheitert. Das Verfahren könnte in einem neuen Prozess aber erneut aufgerollt werden. Die Vorfälle, von denen die Frauen sprechen, sollen sich zwischen 2001 und 2003 in seinem Haus ereignet haben. Damals befand der 46-Jährige sich auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Masterson hatte seine Unschuld jedoch stets beteuert und auf nicht schuldig plädiert.